Responsible Bonn, das verantwortungsbewusste Bonn, so der Titel unseres 45. Bonner Wirtschaftstalks, live aus dem Bonner Kunstmuseum, inmitten umringt von Kunst. Ein Polke habe ich schon gesehen, ein Herr Immdorf auch und Georg Baselitz auch. Aber ich habe immer auf diese kleinen Schilderchen geguckt, so sofort erkenne ich die selbstverständlich nicht. Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind bei uns in der neuen Normalität, sage ich mal. Denn Sie sind auf der anderen Seite der Kamera ausschließlich. Es ist heute keiner von Ihnen hier. Das sind die Corona-Auflagen, aber schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben uns Corona-konform aufgestellt. Wir sind mehr als 2 Meter auseinander und wir haben erst am Platz unsere Maske abgenommen. Und drittens, das gesamte TV-Produktionsteam hat heute zu Arbeitsbeginn einen Corona-Schnelltest gemacht und die waren alle negativ. Und nun zu unseren Gästen. 3 Damen und 1 Herr. Wir starten mit der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Es ist Ursula Heinen-Esser. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Guten Abend. Es geht ja bei uns heute um das verantwortungsbewusste Handeln, aber auch um das nachhaltige Handeln. Dann direkt die erste persönliche Frage. Was haben Sie heute schon alles Nachhaltiges gemacht? Ich habe heute wenig Nachhaltiges gemacht. Ich gebe es offen zu. Ich bin mit dem Auto nach Düsseldorf gefahren, von Köln aus. Ich glaube, mein Papierverbrauch war gering und meine sonstige Fahrleistung, denn ich habe nur Videokonferenzen gehabt. Aber so ein bisschen Luft nach oben ist da noch. Heute war bestimmt Luft nach oben. Okay, danke schön. Schön, dass Sie da sind. Mit dabei ist auch Dr. Ines Knauber-Daubenbüchel, die Vizepräsidentin der IHK Bonn-Rhein-Sieg und geschäftsführende Gesellschafterin der Knauber-Gruppe. Hallo, Frau Knauber-Daubenbüchel. Ja, selbe Frage. Was ist mit dem nachhaltigen Verhalten? Wie war das heute bei Ihnen? Ja, also mir geht das ähnlich, ist sicherlich noch Luft nach oben, aber gleichwohl, das E-Bike durfte auch schon mal ran, also insofern, ja. Ich halte Schritt. Okay. Nummer 3, der erste Herr und auch der einzige Herr in der Runde, also außer mir, Ulrich Vogt ist da, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Köln-Bonn. Hallo, Herr Vogt. Wie sieht's aus mit der Nachhaltigkeit heute? Hallo. Guten Abend. Ja, mir geht's wie den Damen in der Runde. Ich war auch noch nicht so wahnsinnig nachhaltig heute. Das Beste, was ich da bieten kann, ich bin mit dem Hybridwagen hierher gefahren. Oh. Aber mehr Nachhaltigkeit kann ich da leider im Moment nicht bieten. Dankeschön. Und Katja Dörner ist dabei, die noch immer, sagt man, frisch gekürte. Also es war, Stichwahl war Ende September, die frische Bonner Oberbürgermeisterin. Wie ist das bei Ihnen mit der Nachhaltigkeit heute? Also ich bin zum Wirtschaftstalk mit der U-Bahn gekommen. Mhm. Allerdings habe ich auch schon schlimm gesündigt, Corona-bedingt. Ich habe nämlich geheizt und trotzdem das Fenster aufgerissen. Ah, einmal gar nicht nachhaltig. Ja, Stichwort Nachhaltigkeit. Sie ist existenziell, da sind wir uns alle einig, denke ich. Wann tauchte zum ersten Mal der Begriff Nachhaltigkeit bei uns auf? Was würden Sie sagen, in welchem Jahr, Frau Heinen-Esser? Wald- und Forstwirtschaft vor etwa 250 Jahren. Sehr gut, 1713. Ich habe es auch gegoogelt. Auf die Gesamtwirtschaft wurde der Begriff Nachhaltigkeit erstmals im Jahre 1952 übertragen, also auf die Gesamtwirtschaft. Sowas weiß ich nicht, sowas weiß Wikipedia. Nachhaltigkeit war auch eines der bestimmenden Themen bei der Kommunalwahl, bei der zurückliegenden. Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln, das hatten sich Parteien und Kandidatinnen auf die Fahne geschrieben. Daher wollen wir genau darüber reden, über die Nachhaltigkeit. 3 Überschriften sollen uns so ein bisschen helfen, das ein bisschen strukturierter anzugehen. Erstens, alle mitnehmen. Zweitens, Nachhaltigkeit ist intelligenter. Und 3. Punkt, Mut, alte Zöpfe abzuschneiden. Punkt 1, alle mitnehmen. Frau Heinen-Esser, wie macht man das? Wie nimmt man alle Bürgerinnen und Bürger, egal welchen Alters, mit, wenn man die Nachhaltigkeit umsetzen will? Na, das Allerwichtigste ist, dass Sie bei Kindern in der Schule anfangen, das Thema Nachhaltigkeit dort verankern. Und bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir fördern Bildungseinrichtungen, da können Klassen hinfahren und lernen ganz klar, was Nachhaltigkeit bedeutet. Entweder draußen in der Natur, aber sie beschäftigen sich auch schon mal mit kleineren Produktionsprozessen und Ähnliches. Und das ist das Wichtigste, dass man früh anfängt mit dem Thema Nachhaltigkeit. In unserem Alter wird es dann was schwieriger. Da muss man ja wirklich, über den Themenblock sprechen wir noch, tatsächlich alte Zöpfe abschneiden, alte Gewohnheiten, sich persönlich verändern, sich persönlich anstrengen an dem einen oder anderen Punkt. Das ist etwas schwieriger. Frau Dörner, alle mitnehmen, alle Bürgerinnen und Bürger. Wie geht das in Bonn? Wie macht man das in Bonn?
Also wir haben ja in Bonn das große Glück, dass wir eine sehr aktive Stadtgesellschaft haben. Gerade im Kontext Nachhaltigkeit, Klimaschutz gibt es unheimlich viele Leute, die sich sehr engagieren. Und mir ist ein ganz großes Anliegen, auch Ideen beispielsweise einzusammeln mit Blick auf Nachhaltigkeit, mit Blick auf Klimaschutz aus der Breite der Stadtgesellschaft. Wir haben jetzt einen großen Prozess gestartet, Bonn for Future heißt der, für den ich auch gerne einen kleinen Werbeblock einlegen möchte, sich daran zu beteiligen, weil ich glaube, dass das einer der Erfolgsfaktoren ist, um Nachhaltigkeit auch wirklich zum Tragen kommen zu lassen, um Klimaschutz zum Tragen kommen zu lassen, wie Sie gesagt haben, wirklich alle mitzunehmen. Und mir ist es auch ein ganz besonderes Anliegen, Frau Heinenesser hat das gesagt, Kinder und Jugendliche. Es geht ja auch ganz zentral um die Zukunft von Kindern und Jugendlichen. Und deshalb ist die Bildung natürlich eine zentrale Frage, aber auch die Frage der Beteiligung. Und das wird auch ein Schwerpunkt sein, wenn es um Beteiligung geht, mit Blick auf Nachhaltigkeit, aber auch breit darüber hinaus, den Kindern und Jugendlichen in der Stadt Bonn eine Stimme zu geben, auch deren Ideen einzusammeln und die eben auch mitzunehmen in eine nachhaltige Zukunft. Und wenn wir diese beiden Aspekte gut zusammenbringen, Bildung und Beteiligung, gerade bei Kindern und Jugendlichen, glaube ich, haben wir ein sehr großes Potenzial. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen schreiben eine Mail an die OB? Das sowieso, das tun ziemlich viele. Die schreiben mir auch viele schöne Briefe mit schönen gemalten Bildern. Aber es soll auch Foren geben, wenn das wieder möglich ist, ja, dass Kinder sich treffen und da eben eigene Ideen entwickeln. Frau Knauber-Daubenbüchel, die Wirtschaft, das Unternehmen ist auch ein Spiegel der Gesellschaft. Das ist kein Exotenthema mehr. Wie bekommt man das da am besten umgesetzt mit der Nachhaltigkeit? Ja, ich denke, am besten mit Überzeugung und nicht mit Verordnung. Und ich kann mich gut an meinen Vater erinnern, der mal gesagt hat, ja, der Unternehmer hat das Image eines umweltverseuchenden Spesenritters und ist nur auf Gewinnmaximierung aus. Und ich glaube, dass es nicht ganz so traurig ist, sondern dass der Mittelstand, die kleinen Unternehmen, die mittleren Unternehmen ganz viel aus dem Bauch schon machen, sei es mit nachhaltigen Produkten, die sie vielleicht gar nicht als nachhaltige Produkte definiert haben, sei es mit sozialem Engagement. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist, dieses Thema aus dem Bau heraus zu transferieren in einen etwas systematisierteren Angang. Das haben wir 1993 begonnen, indem wir, damals war das noch revolutionär, ein Leitbild kreiert haben und haben dann mit 250 Mitarbeitern von der Geschäftsführung bis zum Wagenschieber alle zusammen an dem Thema der Werte unseres Unternehmens gearbeitet, so dann eben auch das wirtschaftliche Handeln genauso wie die sozialen Akzente, die gesellschaftlichen Akzente bis hin zu den umweltorientierten Aspekten haben wir gemeinsam erarbeitet. Und ich glaube, wenn Sie selber daran beteiligt sind, wenn Sie die Mitarbeiter daran beteiligen, dann wird es auch zu viel mehr zu einem gemeinsamen Auftrag. Und das bereits vor 27 Jahren, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. So ist das, genau. Und um das richtig zu stellen, das war bei Knauber, nicht bei der IHK, weil Sie sind ja in zwei Funktionen hier, aber es war bei... Das war bei Knauber, das ist richtig. Herr Vogt, Unternehmen stehen mitten in der Gesellschaft. Bestimmt man Themen wie Nachhaltigkeit als Vortänzer selbst als Unternehmen oder kommt das aus der Mitte der Gesellschaft oder kommt es als Impuls vom Markt? Wie würden Sie das sehen? Also es kommt als Impuls aus dem Markt, ganz sicher. Wenige Unternehmen machen das so vorbildlich, wie es Frau Knauber mit ihrem Unternehmen gemacht haben, dass man es sehr früh startet. Aber man bestimmt als Unternehmen dann natürlich selber, wie intensiv man es macht und wie sehr man sich darauf einlässt. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist ein Teil dann auch der Unternehmenskultur. Das heißt, man muss dann als Unternehmensleitung auch sehen, dass man es in die Unternehmenskultur verankert und dafür sorgt, dass man es glaubwürdig an die Mitarbeitenden kommuniziert, damit das dann eben auch tatsächlich zum genetischen Code des Unternehmens wird. Und dann hat man eine Chance, auch ein Stück weit ein Vorreiter zu werden und mitzugestalten. Aber also, vorher ist da Arbeit zu tun. Und meistens kommt der Impuls ja eher aus der Gesellschaft, als dass man als Unternehmen das im ersten Schritt treibt, so wie es bei Knauber gewesen ist. Aber erklären, miteinander reden, Dialog suchen mit Belegschaft, mit Mitarbeitenden, ging ja in dieselbe Richtung. Genau. Ne? Also, insofern habe ich schon gesagt, Frau Dr. Knauber hat es in Ihrem Unternehmen vorbildlich vorgemacht. Frau Dörner, die Stadtverwaltung ist zwar politisch geführt, aber in der Tiefe doch nur, was heißt nur, aber es ist ein großes Unternehmen.
Wie viel sind das? 7.000 Mitarbeiter, ja. So über den Daumen. Wie ist denn die DNA Ihres Unternehmens, wenn ich das mal so sage? Gibt es diesen Nachhaltigkeitsgeist bereits oder müssen Sie den erst wecken oder aus der Flasche holen? Oder wie ist das aktuell? Den gibt es schon. Also das ist wirklich auch was sehr Positives, dass ich da auf sehr viel aufbauen kann, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten in dieser Stadt geschaffen worden ist. Ich glaube, da hat auch viel zu beigetragen, dass wir das UN-Klimasekretariat beispielsweise in der Stadt haben, dass wir viele internationale NGOs aus dem Nachhaltigkeitsbereich in der Stadt haben. Übrigens auch viele Unternehmen, die sehr früh auf nachhaltige Produkte gesetzt haben und das eben auch einspeisen. Und das ist, glaube ich, schon ein Spirit, der auch in die Stadtverwaltung Eingang gefunden hat. Wir haben eine der ersten Kommunen eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, übrigens auch in enger Zusammenarbeit mit der IHK beispielsweise und unterschiedlichen Unternehmen auch aus der Stadt, aber auch der Breite der Zivilbevölkerung. Und da ist sehr, sehr viel in der Stadtverwaltung schon vorhanden. Aber natürlich gibt es Luft nach oben. Wir haben auch die vielen, wo wir mal sagen, der Konzern Stadt, also beispielsweise die Verkehrsbetriebe, Müllverbrennungsanlage, was alles so zur Stadt gehört. Ja, auch da müssen wir natürlich genau gucken, wenn wir sprechen über die Verkehrswende, wenn wir über nachhaltige Produktion sprechen, auch da einen Fokus drauf zu legen und da eben auch mit Blick auf Nachhaltigkeit Entscheidungen zu treffen, die nicht die Stadtverwaltung alleine, die auch nicht der Stadtrat alleine treffen kann, sondern eben auch in Absprache mit diesen Unternehmen. Aber wenn Sie sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, so Nachhaltigkeit, so schlecht sind wir gar nicht aufgestellt über die letzten Jahre, dann hat der alte OB der vorherigen ganz gute Arbeit geleistet? Ich finde, dass es sehr gute Vorarbeiten gibt. Ja, wir waren eine von 15 Kommunen, die auch unterstützt durch das Land an diesem Modellvorhaben, dieser Nachhaltigkeitsstrategie teilgenommen haben. Und das wäre sehr seltsam, wenn ich jetzt sagen würde, das war eine falsche Entscheidung. Mhm. Das war eine gute Entscheidung und da können wir jetzt sehr gut drauf aufarbeiten. Über Parteigrenzen hinaus. Frau Heinen-Esser, bei Ihnen am Kabinettstisch, CDU, FDP, galten lange als Nicht-Grüne oder Ungrüne oder wenig Grüne. Und aktuell, wer treibt den Umbau des Landes in Richtung Nachhaltigkeit mehr an? Sind Sie das oder ist das Ihr Kollege Herr Pinkwart? Nachhaltigkeit liegt zum Glück noch in meinem Ressort. Nein, aber wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung, an der haben alle Ressorts jetzt mitgearbeitet. Die alte Nachhaltigkeitsstrategie musste überarbeitet werden, aktualisiert werden, neue Ziele mit neuen Zielen untermauert werden. Und das war tatsächlich jetzt ein Prozess, der fast 2 Jahre gedauert hat. Denn jedes Ressort muss dann auch entsprechend ehrgeizige Ziele bringen. Also beispielsweise Verkehrswende, also Anteil öffentlicher Personennahverkehr oder was den ganzen Bereich des Abfalls betrifft. Der Finanzminister in Nordrhein-Westfalen ist der größte Emittent in Europa von Nachhaltigkeitsanleihen. Also das sind alles Themen, die dann in der Landesregierung in der Breite besprochen, diskutiert werden. Und bin froh, dass wir jetzt die Strategie haben, dass wir sie im Kabinett verabschiedet haben. Und jetzt wird es einen Nachhaltigkeitsbeirat geben, der auch hilft, diese Strategie landesweit mitzusteuern. Aber es braucht ja doch ein bisschen, um es auf den Weg zu bringen. Wie geduldig muss man sein als Ministerin? Als Umweltministerin müssen Sie quasi über eine schier unendliche Geduld verfügen. Aber haben wenn Sie die haben, ja, wenn Sie die haben, kommen Sie dann auch zum Ziel. Herr Vogt, es gab und gibt ja immer wieder auch, ich meine, das ist ja mal ganz schön, wenn wir sagen, dass die ziehen alle mit und Nachhaltigkeit ist eine tolle Sache und wir die DNA des Unternehmens sieht so aus und so weiter. Aber es gibt immer auch wieder mal Bremser im Unternehmen, Bedenkenträger. Was bedeutet das dann, wenn man die eben nicht alle bekommt? Ist dann mit die Nachhaltigkeit nur nett für die Website oder für die Broschüre oder wie wird es dann zur DNA des Unternehmens? Vielleicht kriege ich ja manche auch gar nicht. Also Nachhaltigkeit, die Sie nur auf der Website haben oder in der Broschüre, ist keine Nachhaltigkeit. Sondern Sie müssen das schon ins Unternehmen hineinbringen und Sie müssen Überzeugungsarbeit leisten. Das gelingt nicht per Ansage durch den Vorstand oder per Arbeitsanweisung, sondern das müssen Sie kommunikativ mit den Mitarbeitenden besprechen. Da müssen Sie viel Zeit investieren. Wir haben das getan. Machen Sie mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel gemeinsame Workshops gemacht. Wir haben Diskussionen mit dem Vorstand angeboten.
Wir haben klare Richtlinien natürlich auch gemacht, nach denen sich zu richten ist. Und Sie müssen es auch vorleben, das ist das Entscheidende. Sie müssen glaubhaft vorleben, dass Sie das wollen, dass das Unternehmen das machen soll. Und Sie müssen auch an der einen oder anderen Stelle mal Entscheidungen treffen, mit denen keiner gerechnet hat und die auch Zeichen setzen dafür, dass sie es ernst meinen. Wie kann denn so ein Vorstand das vorleben? Also wie können Sie denn da so Nachhaltigkeitszeichen setzen? Sagen Sie mal ganz konkret. Wir können zum Beispiel, um mal ein ganz plattes zu machen, sagen, wir haben jetzt eine Nachhaltigkeitsrichtlinie für Kapitalanlage. Die gilt in der Sparkasse. Aber wir setzen die auch in allen Stiftungen um, auch wenn das heißen kann, dass wir eben unseren Stiftungen dann mehr Geld geben müssen, weil vielleicht im ersten Schritt noch nicht die Rentabilität erreicht wird, die wir uns davon versprochen haben, oder wir mit anderen Kapitalanlagen eine höhere Rentabilität gehabt hätten. Dann haben wir automatisch ein Investment. Oder zum Beispiel, wir haben jetzt die komplette Beschaffung von unseren Büromaterialien umgestellt. Das kostet erstmal mehr Geld, aber das ist gut investiert. Und das ist ein Zeichen, die in Unternehmen wirken, weil normalerweise gehen wir ja alle hin und sagen, wir versuchen Geld zu sparen, um mehr Ertrag zu machen und Eigenkapital zu bilden. Und da sagen wir dann eben ganz bewusst, nein, das tun wir nicht, weil wir glaubwürdig sein wollen beim Thema Nachhaltigkeit in der Sparkasse. Wie haben Sie das vorgelebt in Ihrem Unternehmen? Ich habe gerade von den Bremsern gesprochen, die es vielleicht vereinzelt oder vielleicht auch mehrere gibt innerhalb des Unternehmens und was ja auch so ein Nachhaltigkeitsgedanken ja auch bremsen kann, weil man eben nicht die breite Öffentlichkeit innerhalb der Firma hat. Also was bedeutet das dann? Wie kriege ich die oder kriege ich die gar nicht? Muss ich mit denen leben? Wie sehen Sie das oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht, Frau Knauber-Daumbüchel? Also ich glaube, man muss es eindeutig zur Chefsache machen. Also, es ist zum einen das Vorleben, was Sie, Herr Vogt, ja gerade schon angesprochen haben. Also ist vor allen Dingen aber auch, ich erinnere mich noch gut daran, vor 10 Jahren habe ich dann meine erste Nachhaltigkeitsreferentin eingestellt. Und das konnte auf keinen Fall in der Marketingabteilung landen, sondern das war natürlich klar, dass sie bei mir angedockt war. Sodass sie wirklich von mir unterstützt wurde, dass sie meine Rückendeckung bekommen hat und von dort aus in die verschiedenen Gesellschaften hineingegangen ist, um den Dialog zu suchen, um mit den Mitarbeitern über Projekte, über diverse Nachhaltigkeitsthemen zu sprechen, die sie dann wieder aufgenommen hat. Und durch diesen ständigen Austausch, dadurch bleibt so ein Thema lebendig. Aber man muss immer dranbleiben und ich glaube, es ist wirklich, ich kann es nur noch mal betonen, wichtig, dass dann auch diejenigen, die dann auch aktiv im Unternehmen dem Thema folgen, dass sie die Rückendeckung des Eigentümers oder der Geschäftsführung haben. Oder der Oberbürgermeisterin. Nachhaltigkeit oder der Oberbürgermeister. Ist Chefsache, haben wir gerade gehört. Ist das bei Ihnen auch so, ist das bei Ihnen auch so aufgestellt, dass es Referentinnen, Mitarbeitende gibt, die Ihnen da, was das bei dem Thema angeht, direkt angedockt sind? Wie sieht das bei Ihnen aus? Also es ist ganz klar Chefinnensache. Und ich bin gerade dabei, auch in der Stadtverwaltung noch mal genau zu gucken, wie muss man was resortieren, ja, um wirklich den größten Effekt zu erzielen. Das heißt, in so einer Stadtverwaltung nicht immer, ja, dass alles im Amt der Oberbürgermeisterin angedockt sein muss, aber es muss eben an den strategischen Stellen angedockt sein, um wirklich in die Bereiche ausstrahlen zu können, auf die es dann wirklich ankommt. Und das sind eben nicht nur die, an die man vielleicht als erstes denkt, die sind auch wichtig, das Umweltamt beispielsweise. Ja, aber es ist genauso das Planungsamt. Ja, Nachhaltigkeit hat auch sehr viel zu tun mit sozialen Fragen. Auch das muss man zusammendenken. Ja, auch das Schulamt, auch Kinder- und Jugendamt haben ganz große Schnittmengen mit dem Themenbereich Nachhaltigkeit. Und da gucke ich gerade, wie muss ich so auch bestimmte Personalentscheidungen anders treffen, um da diese Chefinnensache in diese Breite der Verwaltung, in die 7000 köpfige Verwaltung, die Sie ja eben schon angesprochen haben, möglichst effektiv zu implementieren. Könnte es dann auch einen Punkt geben, wo Sie als Oberbürgermeisterin sagen, nee, das können wir uns nicht leisten, das funktioniert nicht, da sind andere Punkte wichtiger? Also man muss natürlich immer bei Entscheidungen Prioritäten treffen, das ist klar. Aber die Frage von Klimaschutz, von Nachhaltigkeit ist eine absolut brennende und da haben wir einfach überhaupt keine Zeit zu verlieren. Deshalb ist es Chefinnensache und deshalb hat es bei mir auch Priorität. Aber wenn wir beispielsweise über Verkehrspolitik sprechen und der ganze Bereich Verkehr ist auf der kommunalen Ebene der zentrale Hebel für Klimaschutz in erster Linie, dann müssen wir natürlich priorisieren, was machen wir zuerst. Da werden
werden wir gar nicht drum herum kommen. Und insofern ist es eine Aufgabe, gute Prioritäten zu setzen und eine klare Vorstellung davon zu haben, auf welcher Zeitschiene man was umsetzen möchte. Alle mitnehmen, das war ja unser erstes Thema. Kommen wir zum zweiten, zu unserer zweiten Überschrift. Nachhaltigkeit ist intelligenter. Das sagen Experten und das nicht nur, weil es schick oder in oder angesagt ist, sondern es ist intelligenter. Die Frage an alle. Prozesse, die nachhaltige Produkte und Leistungen generieren, sind komplexer, als wenn man auf Gewinn und vordergründige Effizienz achtet. Steht Nachhaltigkeit, Fairness und Bio für intelligentere Produkte? Was würden Sie sagen, Herr Vogt? Also würde ich im Grundsatz auf jeden Fall sagen, weil eben mehr Wirkungen damit erzielt werden. Ja, wenn man nachhaltige Produkte hat, dann erreicht man sein Primärziel, aber auch eben seine Sekundärziele. Und das macht es dann auch so wertvoll. Und deswegen sind sie auf jeden Fall intelligenter, glaube ich, kann man schon sagen. Gehen wir die Frage mal rein um. Frau Hein-Esser, steht Nachhaltigkeit, Fairness, Bio für intelligentere Produkte? Auch die Frage an Sie. Ja. Auf jeden Fall. Sie sind, wenn Sie sich mal anschauen, wie sich die echte Kreislaufwirtschaft weiterentwickelt hat, wenn Sie sehen, dass schon im Design eines Produktes darüber nachgedacht wird, wie es hinterher vielleicht wiederverwendet werden kann, dann haben Sie auf jeden Fall wesentlich intelligentere Produkte, als Sie das vorher hatten. Also da gibt es so tolle Sachen und es entwickelt sich so viel in diesem Bereich der Kreislaufwirtschaft, dass man sagen kann, dass wir hinterher wirklich einfach intelligentere Produkte haben, die wir weiter nutzen können, deren Abfall vernünftig wiederverwendbar ist und so weiter. Und damit ist es auf jeden Fall intelligenter. Frau Knauber-Daubenbüchel, Nachhaltigkeit gleich intelligentere Produkte? Ja. Ich glaube, das eint uns alle, die wir hier in dieser Runde sitzen. Es sind zum einen die Produkte, die komplexer werden, die auch zum Teil wesentlich höhere Investitionen erfordern. Ich denke zum Beispiel jetzt gerade in meiner Produktwelt der Energie. Wir bauen gerade eine LNG, also flüssiges Erdgas, Tankstelle für 1,5 Millionen. Und die dann aber auch in absehbarer Zeit Bio-LNG fördern soll. Und das wird, es ist so komplex von der Technik her, von dem ganzen Prozess der Umsetzung her. Gleichwohl ist es natürlich ein eindeutiger Beitrag zur Nachhaltigkeit. Aber mich stört es ein bisschen so an diesem Wort Produkt hängen zu bleiben. Ich finde, es ist eigentlich viel mehr konzeptionelles Denken. Es ist der Service, der Lösungsgedanke. Wir sagen in unserem Haus, wir wollen Einfluss nehmen auf die nachhaltige Nutzung von Energie. Das heißt also, ich denke jetzt zum Beispiel an unseren Contracting-Wärmelieferungsbereich. Da könnte ich jetzt sagen, ja, wir verkaufen ein Blockheizkraftwerk oder eine PV-Anlage. Und ich meine, wir müssen viel tiefer in der Überzeugung des Kunden gehen. Und da geht es eher darum, dass wir eine ökologisch wertvolle Wärme verkaufen und nicht das Blockheizkraftwerk oder die PV-Anlage. Also mehr in Lösungsansätzen zu denken. Ich glaube, das macht es auch so viel mehr komplexer und anspruchsvoller. Und eine gewisse Rentabilität muss es auch geben, oder? Also sonst kann man sein Unternehmen nicht weiterführen. Also das eine ist natürlich, Sie binden natürlich auch Kapital. Absolut. Und Wissen. Darum sagte ich auch, das sind nicht unerhebliche Investitionen. Die gehören aber aus meiner Sicht dazu, um Produkte, Systeme, Konzepte weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist ja auch immer der Wunsch an die Politik, da auf noch mehr Anreize zu hoffen, Förderprogramme für die unterschiedlichsten Technologieansätze, dass da Fördermöglichkeiten sind, die gleichrangig in den verschiedenen Technologiebereichen angewandt werden können. Dann auch die Frage an Frau Dörner. Steht Nachhaltigkeit, Fairness und Bio für intelligentere Produkte? Auch die ganz überraschende Antwort, ja. Wir sind uns alle so schön einig, ne, hier in der Runde. Ich gucke mal gleich, ob wir nicht mal noch so einen kleinen Weil es einfach auf machen können. So. Ganz unterschiedlichen Ebenen einen Mehrwert hat, nachhaltig zu produzieren. Und es geht ja auch nicht nur um das Produkt, genau wie Sie gesagt haben. Es geht auch beispielsweise um den Produktionsprozess, um den Entwicklungsprozess und um die Ausstrahlung in der Breite der Gesellschaft. Deshalb ganz klar intelligentere Produkte, intelligenteres Produzieren und einen Mehrwert auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
Ich habe den Duden mal wieder gelesen, der definiert Nachhaltigkeit ziemlich knapp. Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann. Also zum Beispiel im Wald nur so viel Holz schlagen, wie nachwachsen kann. Was gehört für Sie noch zur, dann machen wir die Runde mal einmal andersrum, fangen wir bei Frau Dörner an. Was gehört für Sie aber noch zur Nachhaltigkeit dazu? Es ist ein ökologischer Gedanke, klar, aber was ist es noch? Also was gehört da noch mit rein? Also Nachhaltigkeit ist ganz umfassend. Also eigentlich alle Dimensionen gehören zur Nachhaltigkeit. Von der Haushaltspolitik, ja, über die Wirtschaftspolitik, über die Bildungspolitik, aber natürlich auch, wie Sie gesagt haben, Klima, Ökologie, Verkehr. Das sind alles Dimensionen. Wirtschaft, das ist ja gerade das Besondere am Nachhaltigkeitsansatz, dass man die unterschiedlichen Aspekte vernetzt denkt und nicht singulär. Mhm. Wie ist es bei Ihnen, Frau Knaber-Daubenbüchel? Ja, also ich beziehe mich da wirklich gerne auch immer wieder auf diesen berühmten Dreiklang, den auch die Kammern ja immer wieder propagieren, der da heißt, das Drei-Säulen-Modell der Wirtschaft, des sozialen und der ökologischen Komponente. Und das kann ich nur dreimal unterstützen, denn ich glaube, oftmals wird der ökologische Aspekt und dann kommt der soziale Aspekt. Es gibt so eine Reihenfolge. Und ich bin schon der Meinung, dass es diesen Gleichklang braucht. Denn ohne die Wirtschaft können wir ehrlich gesagt ökologische Themen oder auch soziale Themen gar nicht finanzieren und sprich sie dann auch weiter fördern. Also insofern so wichtig dieser Dreiklang und dass alle drei verschiedenen Säulen letztendlich gleichrangig behandelt werden. Und das, meine ich, müssen wir mehr und mehr forcieren. Wie ist es für Sie? Was gehört für Sie noch mit zur Nachhaltigkeit? Wir haben die Ökologie, wahrscheinlich auch Agilität. Also wenn Sie sich angucken, es gibt ja den Erdverbrauchstag. Mitten im Sommer haben wir mehr verbraucht, die Welt, als wir verbrauchen dürfen. Und das ist so ein bisschen die Leitlinie. Was läuft schief bei uns in den westlichen Industrieländern? Und wir sind ja hauptsächlich die Treiber dieser Entwicklung. Was läuft schief bei uns, dass wir eben nicht nachhaltig leben und unsere Ressourcen nicht schon? Und deshalb, ich fange jetzt mal mit dem Bereich der Natur an. Natürlich, Sie haben die Waldwirtschaft. Im Moment haben wir so einen riesigen Käferbefall in den Wäldern. Wir verlieren große Waldflächen, weil wir im Klimawandel sind und weil wir nicht genug Feuchtigkeit im Boden haben. Ein ganz, ganz großes Problem. Und da schaffen Sie schon heute nicht mehr, die Nachhaltigkeit in dem klassischen alten Bereich zu handeln. Wie gehen wir mit unserem Grundwasser um? Unser Grundwasserspiegel senkt sich, aber wie gehen wir sonst mit dem Grundwasser um? Wie düngen wir beispielsweise in der Landwirtschaft? Wie gehen wir mit unserem Grund und Boden da um? Das sind alles echte Nachhaltigkeitsthemen, die wir vernachlässigt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, um die einfach dazu führen, dass wir, wenn wir einen Strich machen, entweder unter alle Bonner oder unter alle Kölner oder alle Deutschen, wo wir eben nicht nachhaltig leben, wenn wir, Herr Vogt könnte das besser als ich, wenn wir das genau ausrechnen, wie viele Ressourcen wir tatsächlich verbrauchen und damit nicht nachhaltig sind. Mhm. Herr Vogt, was gehört für Sie noch zur Nachhaltigkeit? Ich rechne es jetzt nicht aus. wäre auch zu komplex. Nein, also ich bin auch davon überzeugt, Nachhaltigkeit durchdringt die ganze Gesellschaft. Es ist interdependent, betrifft alle. Und deswegen kann man auch nicht nur an einzelnen Elementen schrauben, sondern das ist ein gesamtes Uhrwerk, an dem man arbeiten muss. Und man muss an allen Rädchen drehen, um insgesamt voranzukommen. Und von daher ist es eine ganzheitliche Aufgabe, wo jeder seinen Beitrag zu leisten muss. Ansonsten bekommen wir das nicht gelöst. Auch im Sinne des Erdverbrauchstags, genau, auch in diesem Sinne müssen wir eben das gesamte Räderwerk bedienen. Und jeder muss seinen Beitrag leisten. Jetzt haben wir eine Ministerin in der Runde, wir haben eine Oberbürgermeisterin und wir haben zwei aus der Wirtschaft. Also wir haben zwei Unternehmer, Unternehmende, ich weiß gar nicht, ja, Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn Sie mal auf die Politik gucken, Herr Vogt und Frau Knauber-Daubenbüchel, wie gut kriegen die das hin in Bonn mit der Nachhaltigkeit aus Ihrer Sparkassen Köln-Bonn-Unternehmersicht? Welches Zeugnis würden Sie ausstellen? Also ich finde, Sie bekommen das gut hin. Ich meine, Frau Dörner hat ja schon durchaus auch berichtet, was alles in der Vergangenheit schon getan worden ist. Ich finde, das kann sich mehr als sehen lassen. Und wenn das konsequent weiterentwickelt wird, und da gehe ich fest von aus, dann sind wir da alle gemeinsam auf dem richtigen Weg.
Und ich sag mal, wir Unternehmen, die wir in Bonn tätig sind, müssen natürlich auch unseren Beitrag dazu leisten. Und das ist das, wofür wir dann auch gemeinsam in der IHK oder auch wir in der Sparkasse arbeiten müssen, dass wir die Gesellschaft motivieren, das zu tun und auch, ich sag mal, befähigen, das zu tun, zum Beispiel auch durch Kreditvergabe, wie wir das jetzt machen. Sie haben gemerkt, ich wollte so ein bisschen zündeln, hat aber nicht geklappt. Ne? Nee, nicht richtig. Nee, nicht so. Fragen wir mal Frau Knauber-Daubenbüchel, welches Zeugnis würden Sie ausstellen oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also wenn Sie mit Blick auf, wie schlägt sich die Kommune in Sachen Nachhaltigkeit aus Unternehmersicht? Also ich wollte gar kein Zeugnis ausstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist schon viel in Bewegung und es ist vor allen Dingen entscheidend, dass sich Politik, Verband, Verbände und wir auch die Kammer und die Unternehmen, dass die sich zusammenschließen und versuchen, gemeinsam auch Themen nach vorne zu entwickeln. Ich will, und das finde ich immer so wichtig, immer den Praxisbezug zu suchen. Ich denke an ein Projekt, das nannte sich Ökoprofit. Und das ist von der Stadt Bonn entwickelt worden. Wir haben als Unternehmen bei diesem Programm mitgemacht und dieser Dreiklang, von dem ich eben gesprochen habe, der kommt da wunderbar zum Tragen. Es wurde bei uns alles auf den Kopf gestellt. Von der Beleuchtung bis zum Regenwassernutzung, vom Recycling des Papiers bis zum neuen Entsorgungskonzept, Heizungssteuerung. Also die ganze Palette, die dazu führte, dass auf der einen Seite das Unternehmen ganz deutlich im sechsstelligen Bereich Kosteneinsparungen einfahren durfte. Das war der wirtschaftliche Aspekt. Auf der anderen Seite ganz eindeutig durch diese Reduzierungsmaßnahmen der ökologische Aspekt. Und dann aber auch im sozialen Umfeld durch viele der Maßnahmen wurden so manche Arbeitsbereiche für die Mitarbeiter erleichtert. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel: Rolltor. Eis ist Kälte, wenn das ständig aufsteht, wer wird krank? Die Mitarbeiter holen sich die Erkältung. So, wir investieren, um es nur mal als plastisch zu machen, im praktischen Dasein, das automatisierte Rolltor, die Wärme bleibt bestehen und die Krankheitsgefahr ist nicht da. Ich will nur sagen, diese ganzen Maßnahmen waren dann auch wieder für die Mitarbeiter positive Effekte und so hat man den Dreiklang. Und wenn das eben, und das fand ich einfach eine wunderbare Kooperation zwischen der Stadt Bonn, dem Unternehmen. Und so kann ich mir vorstellen, dass es da unterschiedliche Cluster gibt, die zusammenarbeiten können, um solche Projekte weiter voranzutreiben. Ich muss zur Ehrenrettung sagen, es ist unser Programm, das über die Stadt Bonn gesteuert wurde. Ja, wir führen das in ganz NRW durch und machen jedes Jahr wirklich einen Strich drunter, wie viel CO2, da rechnen wir selber, wie viel CO2 eingespart wurde und Ähnliches. Und das sind gewaltige Summen. So. Aber es müsste noch jede Stadt mitmachen. Und Bonn ist da in der Tat eher ein Vorreiter. Ja. Dann probier es jetzt nochmal, Herr Vogt. Jetzt gucken wir mal nach Düsseldorf, die Landesregierung. Nachhaltig. Ziehen Sie aber alle Register. Ja, mehr habe ich ja nicht mehr. Also Berlin haben wir ja heute nicht in der Runde. So. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Klappt das gut mit der Zusammenarbeit? Wird man da unterstützt? Haben die das auf dem Zettel? Wie stellt sich das für Sie dar? Also wenn ich jetzt mal auf unser Geschäftsmodell guckend Düsseldorf in Anführungsstrichen bewerte, was mir natürlich eigentlich gar nicht zusteht. Aber dann würde ich mal gucken, was macht denn die NRW-Bank eigentlich so? Denn die sind ja diejenigen, die dann, ich sag mal, uns in die Lage versetzen, zum Beispiel preisgünstige Kredite zu machen. Und ich muss Sie enttäuschen, auch da bin ich durchaus zufrieden. Das läuft schon gut. Also die NRW-Bank hat da sehr ordentliche Programme, mit denen man wirklich gut arbeiten kann. Da würde ich selbstkritisch sagen, das müssen wir vielleicht selber noch ein bisschen mehr an die Unternehmen heranbringen. Ja, da können wir auch noch besser werden. Und wir sind mit der NRW-Bank da in einem guten Dialog. Also wenn wir Ideen haben, werden wir da auch gehört. Da wird zwar nicht alles gemacht, aber zumindest können wir gut miteinander reden. Okay. Und Frau Knauber-Daubenbüchel, gibt es da viel Schnittstellen mit der Landesregierung oder bleibt es dann doch hier eher im kommunalen Bereich? Wie ist es bei Ihnen? Also, ja, gut. Wo gibt es da Schnittmengen möglicherweise? Ja, das heißt, die Schnittmenge ist zum einen auf dem kommunalen Bereich, auf der Landesebene, aber genauso auf der Bundesebene. Ja, also. Denn es gerade im Energiesektor ist es natürlich ein ganz entscheidendes Thema, wie bringen wir erneuerbare Energie mehr und mehr in die Bevölkerung? Wie setzen wir unterschiedliche Technologien ein, um emissionsärmere oder emissionsfreie
neue Energieformen dann auch zu entwickeln. Und da bauen wir natürlich, und das ist sicherlich zum Beispiel auch die Aufgabe über die Kammer bis hin zur Bundesebene, dann auch nochmal dafür zu werben, wie wichtig es ist, Anreize zu haben, wie wichtig es ist, ich sage das eben bereits, Fördermittel für unterschiedliche Technologieformen, offene Technologie ist das Thema, einzufordern letztendlich. Genauso sehe ich das Thema, dem Markt mehr Freiraum zu lassen, nicht zu viele regulatorische Dinge. Es wäre viel wichtiger, Regelwerke, die schon bestehen, konsequent auch einzufordern, konsequent umzusetzen. Aber ich fände es wundervoll, wenn ich das mal so persönlich sagen darf, wenn es eben auch Best Practice einfach auch noch mal vor Augen geführt würde. Ich habe vor kurzem ein Radiointerview gehört mit Frau Professor Messari Becker, die war im Umweltrat der Bundesregierung. Und die sagte, die Unternehmen sind geprägt von Innovation, von Leistung, von Wettbewerb. Und daraus kann sich, wenn sie freier agieren können, so viel mehr entwickeln, so viel Potenzial entwickeln, bis hin zu Lösungen, die eben auch für den Normalsterblichen bezahlbar sind. Und daran sollten wir auch immer wieder denken. Lass die Unternehmen freier agieren, habe ich mir aufgeschrieben. Was sagen Sie dazu, Frau Dörner? Also ich glaube, dass es insbesondere Regulatorien geben muss, die es gerade auch innovativen Varianten mit Blick auf Nachhaltigkeit, wenn ich an die ganzen Startups denke, die wir in der Stadt Bonn haben, denen eben auch die Möglichkeit geben, sich gegen die Big Players durchzusetzen. Das finde ich nochmal eine Perspektive, die sehr wichtig ist, ja, dass wir auch Fördermöglichkeiten haben, um sowas mehr zum Tragen kommen zu lassen. Da habe ich manchmal auch in unserer Stadt den Eindruck, da gibt es sehr viel, das wächst und das muss man aber auch gut begießen. Ja, und da sehe ich eben durchaus auch die unterschiedlichen Ebenen, Kommune, Land, Bund in der Pflicht, das auch möglich zu machen. Müssten, sollten Sie den Unternehmen mehr Freiräume geben? So wie so ein bisschen wie die Forderung gerade war. Mensch, wir wissen schon, wie es läuft. Wir wollen, aber manchmal sind es einfach Regularien, die uns womöglich auch bremsen, wenn ich das mal so ein bisschen frei war. Sicherlich gibt es Regularien, die bremsen. Da brauchen wir uns gar nichts vertun. Bürokratie, statistische Abfragen und was es alles gibt. Auch manchmal, wenn man bedenkt, wie kompliziert es ist, auch Förderanträge oder Ähnliches zu stellen. Das ist ja schon mal eine Wissenschaft für sich, je nachdem. Auf der anderen Seite benötigen Sie leider gerade im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit, und dass ich das mal als CDU-Mitglied sagen würde, aber trotzdem, Sie benötigen auch ein klares Ordnungsrecht. Wenn Sie in der Umweltpolitik kein klares Ordnungsrecht haben, dann fehlen die Leitplanken, in denen Sie sich bewegen. Also auf der einen Seite ja, Freiraum schaffen, Innovationen unterstützen. Ich unterschreibe alles, was Sie gesagt haben, was Förderung angeht. Wir haben wirklich zahlreiche Förderprogramme in Nordrhein-Westfalen, um Umweltunternehmen, Umweltwirtschaftsunternehmen wirklich auch zu ermöglichen, Neues zu entwickeln. Aber es benötigt eben auch die Leitplanken, weil wenn Sie die nicht haben, dann wird das nichts mit der Nachhaltigkeit. Sie müssen zwingen, Sie müssen Standards setzen, wie sie mit Wasser umgehen, wie sie mit Abfall umgehen, wie sie auch manche Sachen verbrauchen. Energie ist ein großes Regulierungsthema natürlich auch. Wie gesagt, das ist dringend nötig. Deshalb habe ich ein bisschen gezuckt bei dem Satz, den Unternehmen diesen Freiraum zu geben, weil ich auch erlebt habe, auch in meinem alten Jobs und Aufgabengebieten, dass diese Freiräume dann mal gerne gegen die Umwelt ausgenutzt wurden. Wenn ich mir aber trotzdem... Frau Dörner hatte sich ein bisschen früher gemeldet, aber Sie sind sofort danach dran, Herr Vogt. Bitte schön. Die Regularien dürfen eben nicht so gestrickt sein, dass kurzfristiges Investment sich besonders auszahlt. Und das ist, glaube ich, das Problem, weil das oft eben nicht nachhaltig ist. Also da kann ich Frau Heinen-Esser total unterstützen. Ja, man braucht klare Regularien und die müssen eben so gestrickt sein, dass sie nachhaltiges Agieren unterstützen und nicht ganz kurzfristige Maßnahmen, Projekte, was auch immer. Und da glaube ich, das ist natürlich bei vielen Unternehmen durchaus auch mit eine Frage und eine Perspektive, ja, relativ kurzfristig natürlich auch Gewinne zu
erzielen. Und das geht tatsächlich oft gegen die Umwelt. Das habe ich in den letzten Jahren auch oft die Erfahrung gemacht. Und deshalb braucht man klare Regularien. Das war auch der Punkt, wo ich eben so ein bisschen eingehakt bin bei Ihnen, Frau Knauber-Daubenbichl, als Sie davon sprachen, dass Sie für 1,5 Millionen, glaube ich, diese Tankstelle bauen. Ich meine, das muss er erst mal haben. Also da musst du erst mal in Vorkasse gehen und das Ding bauen. Und so 100% weißt du nicht, ob es auch wirklich so wieder reinkommt oder wie lange das dauert, das bis wieder reinzukommen. Also es ist schon eine gewisse Planungssicherheit. Ja. Ja. Herr Vogt. Also gegen die Regularien ist gar nichts zu sagen. Im Gegenteil, klare Regeln sind immer hilfreich, da kann man sich dann ausrichten. Wir hätten in der Wirtschaft die Erwartung, dass die immer auch bis zum Ende gedacht sind. Das würde natürlich helfen. Was uns ein bisschen quält, sage ich ganz ehrlich, sind die Reporting-Verpflichtungen, die Sie uns teilweise auferlegen. Welche Verpflichtungen? Reporting-Verpflichtungen, also Berichte, die wir schreiben müssen über das, was wir getan haben oder... Das nimmt mittlerweile ein Ausmaß an. Das ist für, ich sag mal, kleinere Unternehmen kaum noch zu leisten. Und selbst für große Unternehmen, wie wir es sind, ein erheblicher Aufwand, der Mitarbeiterkapazitäten bindet, Kosten verursacht, wo man sich, glaube ich, fragen kann, darf und muss, ob das die Wirkung, die diese Reportings beinhalten, dann wirklich rechtfertigt. Da ist häufig Geld da, es wird gar nicht abgerufen, weil sich Firmen sagen, Mensch, bis ich das gemacht habe, bis ich da so viel Manpower reingesteckt habe. Warum machen Sie es so kompliziert, Frau Heinesser? Na gut, also wenn man sich den Bankenbereich zum Beispiel anguckt, gab es natürlich in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Anlässen, die dazu geführt haben, dass es immer komplizierter geworden ist, weil man versucht hat, dann auch als Staat, und das ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Ansatz, aber jedes Problem gleich mitzulösen. Also jedes mögliche Schlupfloch zu denken und dann alles so zuzumachen, dass es keinen Freiraum mehr gibt. Also das ist sicherlich ein Punkt, ich bin ja auch Verbraucherministerin, mit dem man sich auch noch mal intensiv auseinandersetzen muss, ob das System, wie wir das da tatsächlich haben, das Richtige ist. Aber es ist immer das Bemühen dahinter, alles so sicher wie möglich zu gestalten. Und dann schießt man schon mal übers Ziel hinaus. Und das ist also in Ihrem Bereich, glaube ich, relativ stark. Bei den Versicherungen ist es ebenfalls so, die genauso darunter leiden. So, also da wird man vielleicht noch mal zu Änderungen kommen müssen. So sicher wie möglich, sagt Frau Heinesser. Herr Vogt, was wäre denn eine Alternative statt Reporting? Ja, klare Regeln und dann sanktionieren, wo diese Regeln denn dann nicht eingehalten werden. Ja, also da wäre mir eine deutlichere Sanktionierung lieber, als dass wir permanent, ich sag mal, hunderte von Seiten füllen, die im Zweifel dann doch keiner liest und genau, die dann eigentlich auch nicht nachhaltig sind. Ist das eine Idee? Ja. Es ist natürlich eine Idee, hundertprozentig, weil wir erleben, dass es die Leute eben nicht die Verträge durchlesen. Also man hat dann seinen Stapelvertrag oder bei den Versicherungen bekommt man noch eine CD dazu. Jedenfalls war das eine Zeit lang dazu, bei Ihnen auch. Da stehen dann die Versicherungen. Da ist aber keine Musik drauf, um das klarzustellen. Keine Weihnachtsmusik. Nein, da können Sie dann die Versicherungsbedingungen oder die Kreditbedingungen oder die Anleihenbedingungen oder wie auch immer nachvollziehen. So, und das guckt sich keiner an. Also es ist eine Scheinsicherheit, die tatsächlich damit suggeriert wird, und das ist in der Tat ein Problem. Ich würde das gerne noch mal unterstützen. Also es geht, oder auch klarstellen, es geht nicht darum, keine Regularien zu haben. Mhm. Da würde ich mich absolut von distanzieren. Das gibt es ja auch, diese Variante. Ja. Und das kennen Sie sicherlich nur allzu gut, diese Forderung. Es geht mir mehr darum, die bestehenden Regularien, die konsequent zu verfolgen oder, wie Sie gesagt haben, sogar auch dann zu sanktionieren, wenn da ein Fehlverhalten ist. Nur es darf nicht dazu kommen, dass immer wieder neue Erlasse und Verbote kommen etc. Das ist das eine. Oder eben, was Sie angesprochen haben, das Thema des Reportings oder der Klassiker, dass Genehmigungsverfahren einfach wahnsinnig lange dauern. Wenn ich an unser Projekt denke, wie endlos lange es gedauert hat, das darf man eigentlich gar keinem erzählen. Und das ist schade, denn das sind doch so positive, so zukunftsorientierte Projekte, bei denen es so unendlich lange dauert, bis man sie dann wirklich in die Tat umsetzen kann. Da ist die Firma Knauber sicherlich nicht alleine. Wie kann man denen helfen, Frau Dörner? Wie kann man denen wie kann man die so ein bisschen aus dem Bürokratiedschungel rausholen oder inwieweit kann man da auch Hilfestellung leisten als Kommune, als Stadt?
Also da sehe ich schon auch die Stadtverwaltung mit in der Pflicht, das ist ganz klar. Und das ist jetzt auch eine Erfahrung, die ich jetzt relativ neu mache, als ja noch frische Oberbürgermeisterin, dass bestimmte Prozesse tatsächlich sehr lange dauern. Und das werde ich mir auch noch mal ganz genau angucken, woran das halt liegt und an welchen Stellschrauben das in so einer Stadtverwaltung auch hakt. Da gibt es tatsächlich ganz viele Beschwerden von Unternehmen, aber auch von Bauträgern, ja, also ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Ja, wenn man sich die einzelnen Prozesse anguckt, dann fragt man sich, warum liegt zwischen einzelnen Schritten dann 4 Monate? Ja, warum wird ein bestimmtes Verfahren einfach 4 Monate gar nicht angegangen? Und da werde ich auf alle Fälle noch mal drauf gucken. Ja, es geht aber auch, wenn ich da noch mal einhaken darf. Das ist ja ein wichtiges Thema, es treibt ja auch die Unternehmen. Das ist nicht so ein einfaches Thema bei den Genehmigungsverfahren. Wir sind ja zum Beispiel für den Emissionsschutz zuständig und dafür Genehmigungsverfahren. Es ist auch die Frage der Haftung und der Verantwortung letztendlich. Wenn ich ein chemisches Unternehmen habe mit sehr komplizierten Anlagen, dann geht das bei uns durch die Bezirksregierung, die einen hervorragenden Job machen. Aber es sind eben zum Teil auch derartig komplizierte technische Anforderungen oder auch neue, also wie wahrscheinlich jetzt auch in Ihrem Fall, dass sich die Kolleginnen und Kollegen da auch mal richtig mit der Sache neu beschäftigen müssen. Und dann muss es ja auch alles so gestrickt sein, dass nicht gleich Heerscharen von Anwälten über sie hineinbrechen. Und letztes Thema ist, Sie haben auch eine Ungleichbezahlung zwischen der öffentlichen Verwaltung, die für Genehmigungsverfahren zuständig ist, die aber genauso top qualifiziert sein muss. Die Ingenieure, die Physiker, die Biologen, die Chemiker, die wir da haben, oder bei Ihnen die Bauingenieure wahrscheinlich, wie das in den privaten Unternehmen ist. Und jedes Mal, so geht es bei uns, wenn wir jemanden top ausgebildet haben, wird er dann vom Unternehmen abgeworben, weil er sich ja so gut mit den Genehmigungsverfahren auskennt. Und dann geht es wieder von vorne los. Also da muss man mit der Wirtschaft wahrscheinlich noch mal einen anderen Konsens auch schaffen. Herr Vogt, kommt ein Kunde mit 5.000 Euro zu Ihnen? Zu wenig? Nein. Nö, okay. 5.000 Euro zu Ihnen und sagt, das würde ich gerne anlegen. Was sagt denn der Kundenberater? Da hören wir jetzt mal zu. Der wird dann hoffentlich sagen, da berate ich Sie sehr gerne. Ja. Und dann mit dem Kunden, der Kundin, ein Beratungsgespräch machen, feststellen, ob man eine Kapitalanlage im Wertpapiergeschäft machen will oder lieber als Kontenanlage und dann irgendwann im Beratungsprozess auch dazu kommen, dass er nach nachhaltigen Produkten. Das wollte ich wissen, ja genau. Da habe ich irgendwann weiteren Fälle. Achso, genau. Das ist jetzt nicht die Eins, aber. Nein. Aber man muss erst mal ein paar andere Sachen abklären. Aber die Frage nach nachhaltigen Produkten ist bei uns im Standardprozess enthalten. Und müssten bei nachhaltigen Fonds nicht so Titel wie Mercedes oder VW oder BMW oder Lufthansa oder so einfach direkt mal rausfliegen? Das kommt darauf an, wie dieser nachhaltige Fonds strukturiert ist. Oder Chemiewerte auch. Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Nachhaltigkeit ist ja auch nicht eindeutig, sondern das muss jeder für sich selber definieren. Da gibt es ja auch verschiedene Indizes. Und je nachdem, welche Indizes sich der Kunde dann auswählt, wären dann diese Unternehmen dabei oder nicht dabei. Und dann würde ich es gerne einmal umdrehen, wenn Sie ein Unternehmen beurteilen. Mhm. Sei es, weil die einen Kredit haben wollen oder weil Sie es als Kunden beraten wollen, ist da Nachhaltigkeit so ein Häkchen auf dem Formular? Sie haben gesagt, irgendwo taucht es auf, aber wie stark taucht es auf oder geht die Analyse dann doch tiefer? Doch, die geht schon tiefer. Also wir haben ja, im ersten Schritt regelt das Sparkassengesetz ja für uns, wir sollen alle Unternehmen in der Region fördern. Aber trotz allem haben wir natürlich im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsüberlegungen auch uns eine Kreditrichtlinie gegeben. Da gibt es bestimmte Ausschlüsse drin, Unternehmen, die wir gar nicht mehr finanzieren. Und dann gibt es sogenannte Prüfbranchen, wo wir sagen, naja, das könnte, sagen wir mal, problematisch sein, muss aber nicht. Und da gehen wir dann eben stärker in die Analyse rein und gucken uns, wollen wir das tun oder wollen wir das nicht tun. Und insofern ist es mehr als einfach nur ein Häkchen, sondern schon eine vernünftige Analyse. Aber natürlich nicht so tief wie eine Ratingagentur. Ja, also das dann auch nicht, aber schon sehr viel genauer, als wir das vielleicht noch vor 10 Jahren gemacht haben. Nachhaltigkeit ist intelligenter. Da sind wir noch bei unserem zweiten Thema. Frau Dörner, Bonn ist UN-Klimastadt. Bis 2030 will die Stadt die CO2-Emissionen in Bonn um mindestens 40% senken. Bis 2035 will sie klimaneutral werden. Wie sehr will und wie sehr kann Bonn auch als UN-Klimastadt Vorbild sein, als mittelgroße Stadt, sage ich mal, die ja noch ganz andere Probleme hat?
Also sie kann es und sie muss es. Mhm. In unserem ureigensten Interesse, ich habe eben schon gesagt, ja, die Klimakrise macht keine Pause. Und wenn wir es uns nicht gelingt, uns auch als Stadt in Richtung Klimaneutralität zu bewegen, dann werden wir noch deutlich größere Probleme haben. Wir merken die Klimakrise ja auch schon ganz konkret bei uns. Ja, wir hatten den dritten Dürresommer in Folge. Im August ist die heißeste Nacht gemessen worden, die jemals in Bonn gemessen worden ist. Und wenn man sich jetzt mal den November anguckt, ist mal ein bisschen usselig gewesen, hat ein bisschen geregnet, aber nicht annähernd, ja, wie es eigentlich sein müsste. Und das macht für mich auch ganz lokal eben die absolute Dringlichkeit deutlich, da jetzt wirklich zu investieren. Deswegen ist das Klimaanpassungsgesetz verabschiedet worden, oder? Noch nicht verabschiedet. Noch nicht verabschiedet. Es ist in der Ressortabstimmung. Will, genau. Ich habe es selber so gehört. Wir haben gesagt, wir müssen das Thema Klimaanpassung in den Vordergrund stellen, weil es den Städten und Gemeinden, für die Städte und Gemeinden ein immer wichtigeres Thema ist, so wie Frau Dörner es gerade geschildert hat. Hitzeinseln, zu wenig Verdunstungskälte in den Städten, Starkregenereignisse, die nicht abgefedert werden können, weil die Leute so gerne Schottergärten haben. Das ist ein kleines anderes Thema, aber hat auch was damit zu tun. Und deshalb wird es in NRW als erstes Bundesland ein Klimaanpassungsgesetz geben. Unser drittes Thema oder unsere dritte Überschrift lautet der Mut, alte Zöpfe abzuschneiden. Frau Knauber-Daumenbüchel, sind die Zeiten der Pandemie der richtige Moment für Veränderung? Ich glaube, das geht über die Pandemie hinaus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich würde wage mal die mutige Aussage, dass wir alle, die wir hier sitzen, glaube ich, den Mut besitzen, wirklich voranzuschreiten und neue Wege zu suchen. Ich glaube, es ist eher eine Frage der Geduld, weil natürlich auch finanzielle Ressourcen dafür generiert werden müssen. Und die Lösungen, um neue Produkte oder neue Konzepte auch dann finanzierbar für den Verbraucher zu entwickeln, auch das bedarf ja Zeit. Das ist ja nicht mal eben innerhalb von wenigen Wochen zu erledigen, sondern das bedarf dieser zeitlichen Komponente der personellen Ressourcen wie der finanziellen Ressourcen. Und ich glaube, da müssen wir unseren Augenmerk drauf legen, aber den Mut zu haben, neue Wege zu gehen, auch wenn das vielleicht jeder etwas unterschiedlich sieht, wie man diese Wege beschreiten kann, sehe ich unbestritten. Okay. Frau Dörner, der richtige Moment für Veränderungen oder haben die Menschen gerade andere Sorgen? Es ist der richtige Moment für Veränderungen. Wenn ich beispielsweise an die großen Finanzströme denke, die jetzt aus den unterschiedlichsten Haushalten die Pandemiefolgen abfedern sollen, was ja sehr richtig ist, dann ist mit Blick auf Nachhaltigkeit, mit Blick auf Klimaschutz meine ganz klare Vorstellung und auch Forderung ja, an die Landesregierung, an die Bundesregierung, auch an die europäische Ebene, dass diese Mittel natürlich alle so ausgerichtet sein müssen, ja, dass sie nachhaltige Entwicklung unterstützen und eben nicht in alte Technologien investieren. Und da habe ich bei vielen Aspekten schon große Fragezeichen. Ja, wenn ich an Subventionen für Verbrennungsmotoren beispielsweise denke, dann ist das ganz klar, ja, alles, was wir hier diskutiert haben, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, wird damit eben nicht abgedeckt. Mhm. Und deshalb sollten wir gerade in der jetzigen Situation noch mal mutiger sein, um aus der Krise rauszukommen, nachhaltiger und eben auch sozial gerechter. Frau Hein-Esser, wie sehen Sie es? Ich schließe mich meinen beiden Vorrednerinnen sehr an. Ich glaube, durch die Pandemie sind aber auch nachhaltige Themen noch mal ein Stück weit deutlicher geworden. Natürlich ist das Klimaschutzthema jetzt nicht mehr ganz so im Vordergrund, wie es vor Corona gewesen ist. Aber ich habe das Gefühl, es kommt mit viel mehr Macht zurück nach der Pandemie. Ich glaube, dass das Bewusstsein für die Themen tatsächlich stärker wird. Und die Konjunkturprogramme, bin ich auch der Meinung, dürfen sich nur an nachhaltigen Kriterien ausrichten. Und deshalb bin ich zum Beispiel froh, dass der Bund keine Verbrennungsmotoren unterstützt, sondern obwohl das ja eine harte Forderung gewesen ist, sich das verkniffen hat und gesagt hat, wir unterstützen eben, machen diesmal keine allgemeine Autoprämie. Und trotzdem sagt die Fridays for Future Bewegung,
Das alles mit der Nachhaltigkeit, das geht uns alles nicht schnell genug. Können Sie das verstehen? Na klar, also ich meine, junge Menschen, denen geht es nicht schnell genug. Ich kann das total verstehen. Und sie sehen auch, dass die Zeit endlich ist, bis wir diese Kipppunkte und so weiter erreichen. Und auf der anderen Seite sehe ich, wir müssen eine ganze Wirtschaft auf einen etwas anderen Pfad bekommen. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Und zur Nachhaltigkeit gehört eben, Frau Gnauer hat es ja schön ausgeführt, eben auch das soziale Thema. Muss ich ja genauso berücksichtigen. Ich muss ja die Menschen mitnehmen. Ich kann nicht sagen, oh, ich mache jetzt alles schön nachhaltig, aber alle sind arbeitslos. Da kommen wir auch nicht weiter. Also wir müssen gemeinsam alles machen, um den Bogen zu Ihrem ersten Thema zu schlagen. Herr Vogt, sind wir zu langsam? Nein, zu langsam sind wir, glaube ich, nicht. Aber wir müssen immer schneller werden. Also Veränderung tut in der Not. Da teile ich das genauso wie alle. Und vor allem die Rezepte der Vergangenheit helfen nicht mehr. Und deswegen haben wir, weil wir noch keine neuen Rezepte haben, noch nicht die Geschwindigkeit aufnehmen können, die wir vielleicht aufnehmen müssen, um jetzt die Veränderung so schnell zu gestalten, wie es erforderlich ist. Insofern brauchen wir aus meiner Sicht viel Kreativität auf allen staatlichen Ebenen und auch ein bisschen Mut, einfach mal ein paar Sachen zu machen. Und dann wird vielleicht nicht alles gut sein, aber besser 3 schnelle Entscheidungen, die funktioniert haben, als keine Entscheidung, die dann auch nicht funktioniert. Frau Dörner, und wie rigoros müssen wir vorgehen? Nur das fördern, was den Kriterien der Nachhaltigkeit entspricht. Ich glaube, die Franzosen hatten mal die Idee, als es der Air France nicht so gut ging, die nehmen wir so ein bisschen beiseite und den TGV fördern wir. Also wir gehen auf einen anderen Weg. Wie ist da so Ihr Ansatz? Also das finde ich vom Ansatz her richtig. Die Franzosen haben beispielsweise zwar auch zusätzlich investiert in die Air France, aber eben nicht mehr in Inlandsflüge. Also haben dann einen klaren Connex gemacht. Das hätte ich mir für Deutschland ehrlich gesagt auch gewünscht. Und so einen Ansatz werde ich auch für die Stadt Bonn verfolgen. Ich habe letzte Woche im Morgenmagazin Peter Altmaier gesehen, der gesagt hat, der Klimaschutz kann nur gelingen, wenn unser Wohlstand erhalten bleibt. Und da habe ich ein ganz schlimmes Störgefühl gehabt, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, genau andersrum wird nämlich ein Schuh draus. Ja, wir können unseren Wohlstand nur erhalten, wenn wir mit dem Klimaschutz mal endlich ernst machen. Und ich glaube, diese Umdenke, die brauchen wir wirklich sehr radikal. Und da sind wir auch tatsächlich noch zu langsam. Und ich habe in meinem Eingangsstatement gesagt, wir haben als Bonn eine gute Grundlage, die haben wir auch. Aber wenn ich mir in viele konkrete Segmente gucke, ja, ich sag mal Photovoltaik. Wir haben gerade mal in Bonn, statt des UN-Klimasekretariats, 2% der Dächer, die dafür geeignet sind, mit Photovoltaikanlagen bestückt. Damit sind wir im NRW-Ranking von allen Kommunen auf Platz 253, also weit abgeschlagen. Und das kann halt einfach nicht sein. Ja, und da finde ich beispielsweise, das muss jetzt eben auch in der Krisensituation, auch in einer Situation, wo wir finanziell natürlich große Probleme bekommen werden auf der Strecke, das muss weiter möglich sein, dass wir beispielsweise auch als Stadt Bonn eine Solaroffensive starten. Weil das ist was ganz Konkretes, wo wir wirklich was für Nachhaltigkeit und für Klimaschutz tun können. Und das ist auch mein Fokus jetzt für die nächsten Jahre, genau solche konkreten Segmente zu identifizieren nochmal und dann da auch die Möglichkeit zu schaffen, da zu investieren. Okay, und dann auch an Frau Knauber-Daubenbüchel die Frage, ob wir zu langsam sind. Gut, man kann nie schnell genug sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber es muss ja doch letztendlich mit Besonnenheit müssen diese Themen angegangen werden. Ich habe es eben schon ausgeführt. Es bedarf eben der Managementkapazität. Es bedarf der Zeit, um diese Prozesse in Unternehmen zu etablieren. Und das geht eben nicht in 24 Stunden. Gleichwohl, und das begrüße ich auch an der Friday for Future Bewegung, ich glaube, wir alle sind sensibilisiert, dieses Thema jetzt sehr viel mehr präsent zu haben, sehr viel mehr sich da noch intensiver damit zu beschäftigen. Es ist nur, glaube ich, nicht bis Montagmorgen umzusetzen. Vielleicht werden Sie es nicht glauben, aber die 60 Minuten sind schon rum. Ging doch recht flott. Deswegen noch eine schnelle Schlussrunde. Rund die Hälfte der städtischen Autofahrten liegt unter 5 Kilometer Länge. Wenn 30% dieser Fahrten auf das Fahrrad umgelagert würden, könnten nach Schätzung des Verkehrsministeriums pro Jahr 7,5 Millionen Tonnen CO2
eingespart werden. Deshalb die Frage an diese Runde. Mit wem aus der Runde könnten Sie sich eine Tandemfahrt durch Bonn vorstellen und worüber würden Sie dabei reden, Frau Dörner? Oder wer sitzt vorne? Wäre auch so eine Frage. Also erstens mal könnte ich mir mit allen dreien hier eine gute Tandemfahrt vorstellen. Ja. Und ich glaube, dass ich mit allen ein gutes Thema hätte. Ich würde vielleicht mit Herrn Vogt zuerst eine Runde drehen und mit ihm mal überlegen, wo die Sparkasse einige der guten Ideen, die die Stadt Bonn hat, so finanzieren könnte. Und Sie, Herr Vogt? Ich nehme das Angebot dankbar an. Wir fahren dann zusammen und mir ist egal, ob ich vorne oder hinter sitze. Ich glaube auch, wir werden... Wenn ich hinter Ihnen sitze, kann ich nichts sehen. Ja. Ich auch nicht lenken. Und auch nicht lenken. Frau Knauber-Daubenbüchel, wie ist es bei Ihnen? Wer sitzt bei Ihnen mit auf dem Tandem und auf welcher Position? Ach, ich hätte gerne ein Quadrupelfahrzeug. Ein was? Ein Quadrupelfahrrad. Also mit vier. Ich glaube, das ist hier eine wunderbare Runde mit sehr unterschiedlichen Aspekten. Und wir werfen das los, wer dann wieder seinen Kommunikationsbeitrag leisten kann. Und am Schluss, könnte ich mir denken, haben wir ein wunderbares Cluster, um daraus ein neues Projekt für die Region zu entwickeln. Frau Hein-Esser, es geht in die Rheinaue, in die grüne Rheinaue. Das passt doch zu Ihrem Ministerium mit einem Tandem. Wer fährt mit Ihnen? Ich habe es auch lieber zu viert. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine nette Runde ist, zu viert einmal durch Bonn zu fahren. Die Oberbürgermeisterin würde uns natürlich führen und würde klar und deutlich machen, wo hier Bedarf ist, was geändert werden muss an Bonn. Aber ich glaube, und dann könnten wir immerhin, wir kommen aus so unterschiedlichen Bereichen, jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Ja, dann vielen Dank. Sehr nachhaltig. Wie bitte? Sehr nachhaltig. Sehr nachhaltig, genau. Gut. Alles, noch nicht mehr Elektro, würde ich sagen. Ich würde sagen, wirklich nur mit Muskelkraft. Vielen Dank an die Runde für die kurzweilige Runde. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, auch Sie fühlten sich zu Hause gut unterhalten. Und das war der letzte Wirtschaftstalk in diesem Jahr. Der nächste kommt erst im nächsten 2021, und zwar im Februar. Dann bleibt mir zu sagen, Ihnen eine besinnliche Adventszeit zu wünschen, dass Sie gesund bleiben und bis bald. Tschüss.